Wir befinden uns jetzt derzeitig hier in Erich, in den Ericher Klippen. Hier wird vorwiegend Gipsstein und eine Trittstein abgebaut in einer Menge von Gipsstein 60.000 bis 80.000 Tonnen und 120.000 Tonnen an Trittgestein. Ein Knickdamper, der ist sowieso leistungsfähiger wie ein Stauraum und von daher würden wir uns immer wieder für so eine Art von Maschine entscheiden. Aufgefallen, dass durch den Wegfall der Mitteachse, der Reifenabrieb, ist ja nicht mehr vorhanden, weil die Achse fehlt und hat einen viel kleineren Einschlagradius, also Wenderadius. Und man kann eben halt bei gleicher Strecke eben auch mehr transportieren. Betreut von Erfurt her und von daher ist die Entfernung recht günstig zu uns und wenn wir Probleme haben, ist auch schnelle Hilfe vor Ort und wir haben in der letzten Zeit also überhaupt keine Probleme mit der Technik gehabt, also die ist soweit ausgereift und für uns also bestens.